Mimir, warum hat Freya dich angesprochen? Nein, erzähl von Baldur. Er behauptet, nichts verletzt ihn. Ja, Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Das Prahlen eines Gottes. Jeder hat eine Schwäche. Er nicht, fürchte ich. Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Das hast du schon gesagt. Wirklich? Was ist der Ursprung dieser Kraft? Naja, ich erinnere mich an einen Zauber? Mimir? Ein Teil meines Gehirns erwacht gerade noch zum Leben. Ich brauche noch einen Moment, um das aufzumachen. Ist der etwa kaputt? Mimir, wir sind auf dem See. Perfekt. Leg in der Nähe der Brücke an. Warum hat Freya dich eigentlich angespuckt? Naja, größtenteils gibt sie mir die Schuld an ihrer derzeitigen Situation. Und nicht vollkommen grundlos. Es geht alles auf den großen Krieg zwischen den Asen und den Vanen zurück. Davor waren Kriege ein Kinderspiel für die Asen. Doch die Vanen hatten sich als ebenbürtig und ebenso verheerend erwiesen. Beide Seiten erlitten große Verluste. Und für viele von uns war der Krieg kein Spaß mehr, sondern eine sinnlose Vergeudung kostbaren Lebens. Findest du nicht auch? Ganz genau. Genug war genug. Und schließlich beschloss Odins genialster Berater, einen aufgeklärteren Weg zu finden. Er begann, Frieden zwischen den Göttern auszuhandeln. Es brauchte viel Überzeugungsarbeit, doch schließlich stimmte Odin zu, seine tödlichste Gegnerin zu ehelichen. Eine gewisse Vanengöttin, die nicht nur wegen ihrer Schönheit berühmt war, sondern auch wegen ihres Talents für eben jene Vanenmagie, die Odin schon so lange meistern wollte. Freya und Odin? Warum tat sie das? Sie brachte das Opfer, um ihr Volk zu schützen. Ein selbstloser Akt der Liebe. Wahrlich, sie verdient etwas Besseres. Aber natürlich war das noch nicht die ganze Geschichte. Kopf, wie reden wir mit der Schlange? Auf dem Mittelpunkt der Brücke ist eine Plattform mit einem Horn. Bringt mich dorthin. Endlich! Das Horn! Jetzt halte meine Lippen an das Horn. Odin errichtete diese Statue zu Ehren Thors. Da die Weltenschlange diesen miesen Drecksack wirklich abgrundtief verabscheut, wollte sie sie nicht mehr sehen. Aber tut das nicht weh? Tja, sie und Thor haben eine unerfreuliche gemeinsame Vergangenheit. Beziehungsweise Zukunft. Wahrscheinlich fand die Schlange es schlimmer, den Anblick zu ertragen, als harten Stein durch ihren Schlund zu jagen. Soll ich sie fragen? Nein. Uns kümmert nur Jötunheim. Also gut, wünscht mir Glück. Ich hab's noch drauf.
sie erinnert sich. Waiu! Oh nein, falsche. Gesunken. Man sieht noch mehr von den Weltentürmen und Statuen. Ich sehe auch neue Orte zum Erkunden am Ufer. Wo ist dieser Meißel? Wir brauchen erstmal ein Boot und dann geht's weiter. Wir sollten Jörmungandr nicht ohne Grund stören. Name. Er! So heißt eine der Walküren. Äußerst seltsam. Zum Boot kommen, können wir entweder diesen besonderen Meißel suchen oder uns noch etwas umsehen. Mir ist jede Entscheidung recht. Mach dich bereit, Junge! Nachtmare! Ah, grässliche Viecher! Go!
Wie war das? Du hast Potenzial, Junge. Hier, Junge. Ja. Noch eine Karte. Hier gibt es bestimmt was Nützliches. Seid ihr schon in Fafnirs Lagerraum gewesen? Hey Sindri, kennst du schon Mimir? Wenn du den abgetrennten Kopf meinst, der mir zuzwinkert, bitte, halt ihn weg. Das kann unmöglich hygienisch sein. Oh, sehr nett. Auch schön, dich zu sehen, Sindri. Arschloch. Oh, ist das einer meiner geflochtenen Mistelpfeile an deinem Köchergurt? Ein Andenken an deinen Freund Sindri? Ich bin ja so furchtbar gerührt. Was kann ich für euch tun? Also meinetwegen muss niemand was kaufen.
Haben wir uns verirrt? Nee. Wo sind wir hier? Kann das sein? Die 8 Throne? Lass die Spielchen. Weißt du, wo wir sind oder nicht? Ich bin Mimir, der klügste lebende Mensch. Ich weiß viele Dinge. Ja, was immer das hier ist, es sieht wichtig aus. Für wen? Hier ist kaum etwas von Wert. Ich wünschte, Mutter wäre hier. Und wo gehen wir jetzt hin? Passt im Lagerraum gut aufeinander auf. Will doch meine treuen Kunden nicht verlieren. Ah!